Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Wir sind in der Hohen Halle vor dem Nesserhirn, nehme ich an. Und wir versuchen jetzt mal hier über den Hirnstamm zum Nesserhirn zu gelangen. Bereit, dem Nesserhirn entgegenzutreten? Ja, wir sind bereit. Moment, was gibt es denn hier noch in der Truhe? Ah ja, nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden. Und dann sind wir bereit. Ich hoffe, wir haben jetzt die Möglichkeit, auch unsere Verbündeten noch dazu zu rufen. Wir haben das alles ohne unsere Verbündeten gemacht. Weil ich mir auch dachte, im Kampf gegen das Nesserhirn ist es vielleicht von Vorteil, wenn wir die ganzen Verbündeten rufen können. Nach 2,5 Stunden sind wir dann auch oben angekommen. There it is, the crown of Karsus, the site of power, the site of domination. That is our target. Focus the power of the Netherstones on the crown, and we may yet triumph. I saw you in my dreams. I know you. I know everything about you. Your thoughts, your feelings, your weaknesses. And so do they. Okay. The crown! Cast the spell on it! Wir sind da, Leute. Wir sind da. Der Imperator. Ein unterworfener roter Drache. Von wem ist er unterworfen? Was hat er denn hier? Flüchtiger Schild. Das sind die temporären Trefferpunkte, die wir hier sehen. Das ist nicht so schlimm. Ich glaube, das war schon mal echt gut. Betäubender Blick. Wir könnten versuchen, den Drachen eventuell noch zu betäuben. Ja, das hat natürlich nicht geklappt. Wächter. Ich weiß nicht, ob der halt zusammenbricht oder ob die anderen zusammenbrechen, wenn wir den jetzt hier töten. Der Imperator ist weg. Okay. Lass uns vielleicht ein bisschen auch auseinanderziehen. Warum kommen hier Tentakeln raus? Ah!
genügend Bewegungsrate. Ich würde den hier eigentlich ganz gerne schon mal ausschalten. Na, so natürlich nicht. Kritischer Fehlschlag, oh Mann, das wird nichts. Aber der ist zumindest gelähmt und kann nichts machen. Okay, betäubender Blick. Könnten wir nochmal versuchen, auf den Drachen zu wirken. 15%. Klappt natürlich nicht. Aber jetzt ist er betäubt. Der nicht. Von dem kommen wir jetzt hier so schnell nicht weg. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem wieder zurück. Ah, der hat uns gepackt jetzt. Alles klar. Ein Nautiloid ist unterwegs, er wird bald auftauchen. Also in 4 Zügen müssten wir eigentlich hier fertig sein, glaube ich. Wir versuchen es zumindest. Irgendwie. Das mit Tentakeln, hier ist total blöd, dass da noch welche kommen jetzt. Das sind halt auch Gegner, die wir ja besiegen müssen, im Grunde genommen. Ach, da oben sind auch noch welche. Warte mal, vielleicht müssen wir auch einfach mal zu Krone hoch. Krone von Kasus. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen komplizierter, wenn der Nautiloide da ist. Da müssen wir hier wahrscheinlich wieder ausweichen. Oh, das war nicht geplant. Der ist weg. Können wir noch was machen? Nee. Ja, dann rufen wir doch mal unsere Verbündeten. Verstummt! Wir können keine Zauber verwenden. Auch das noch. Dann hauen wir da mal drauf. Ja, nicht schlecht. Damit wären die... Ja, okay, der ist noch nicht weg. Ach du Schreck. Immer noch mehr raus. Okay. Sehr gut. Den treffen wir nicht mehr. Dann müssen wir nochmal, ja, mit Pfeil und Bogen angreifen, nützt ja nichts. Okay. Warum ist er denn eigentlich so angeschlagen? Müssen wir ja machen.
greifen von da hinten sogar an. Das ist ja heftig. Oh Gott. Jetzt weiß ich halt, wo der Schaden herkommt hier. Kein Wunder. Da müssen wir eigentlich hoch. Und die erstmal ausschalten. Aber Noramon ist gleich schon K.O. Der ist noch zu mächtig eigentlich. Hat natürlich nichts gebracht. Verdammt. Den können wir nicht mehr angreifen. Ich vergesse immer die Verbündeten zu rufen, Leute. Na endlich. So, wir müssen auf jeden Fall einen Heiltrank nehmen. Einen großen. Und auch wir sollten uns vielleicht so in diese Region mal begeben. Ach, verdammt. Was machen wir? Können wir nichts machen gerade? Du machst so und greifst den hier an. Tentakel ist weg. So, Ausdauer. Ja, weiter kommen wir gerade nicht so wirklich. Da kommt schon wieder ein Tentakel raus. Vielleicht verwandelst du dich einfach mal in eine Täuschungsbestie. Dann hat er, glaube ich, wieder ein paar mehr Trefferpunkte, oder? Jo. Ja, wir versuchen das mal unwirksam zu machen. Die sind leider sehr mächtig, muss ich sagen. Okay, Noramon ist so gut wie tot. Ja, es war, glaube ich, gut mit der Täuschungsbestie, tatsächlich. Viel zu krasser Schaden hier. Wir müssen mal gucken, dass wir hier hochkommen mit der Täuschungsbestie. So, Noramon. Boah, wir brauchen auf jeden Fall einen Heiltrank wieder. Nützt ja nichts. Schade, dass der nicht runtergeflogen ist jetzt. Letzte Runde. Oh. Ob das gut oder schlecht ist, ich weiß ja nicht. Schattenadepten der Nachtbringerin. Machen wir mal.
sind wir zumindest am Drachen schon mal dran. Bombungültiges Ziel. Okay, dann greifen wir ihn so weiter an. Und schlucken noch einen Heiltrank. Könnte natürlich sein, dass das Ganze hier gleich endet. Da kommen natürlich noch mehr Tentakeln raus jetzt. Und wir machen es trotzdem, Leute. Jetzt liegt er auch noch. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier gleich passiert mit den Nautiloiden. Vorbei dürfte das auch eigentlich nicht sein. Der bombardiert hier vielleicht das Gehirn noch. Das könnte ich mir wohl vorstellen. Okay, Orpheus ist so gut wie tot. Ich hoffe nicht, dass der andere jetzt noch auf ihn ballert. Oh, was ist da passiert? Orpheus ist tot. Wir warten mal ab, was passiert. Ja, die Chariten-Novizen haben so gut wie gar nichts erledigt hier. Ne, er ist noch nicht tot. Er hat noch 18 Leben, sehe ich gerade. Sorry für die Verwirrung. Gerade ein bisschen unübersichtlich. So, der ist da, genau, und der beschießt hier tatsächlich jetzt das Gehirn noch mit. Dann ist also noch nicht alles verloren. Fehlgeschlagen, wow. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Gildenmeisterin Keen. Und wir können uns vielleicht auch mal verwandeln in den Schlechter. Dann haben wir auch einfach wieder mehr Trefferpunkte. Das ist so ein bisschen der Plan. Nicht genug Bewegungsrate. So, schaffen wir es zumindest hier hoch. Na, ein Fehlschlag. Ist halt sehr unglücklich, ne? Das jetzt nutzen? Nein, noch nicht. Ich werde noch benommen machen. Auch nicht. Orpheus. Wir probieren das mal. Okay, er muss sich irgendwie fokussieren, glaube ich. Bis zu ihrem nächsten Zug. Können wir nur hoffen, dass er das überlebt. Dass den jetzt keiner angreift. Ich glaube zwar nicht, aber naja, wir gucken mal.
Ja, das Problem sind eigentlich die hier oben, ja. Weil die wirklich viel Schaden machen. Au. Autsch. Ja, Lizelle nimmt das hier mit dem Drachen auf. Wunderbar. Der ist ja irgendwie betäubt gerade, der Orpheus. Wir müssen irgendwie versuchen, den zu heilen. Sonst scheitert das Ganze hier, glaube ich, gleich. Wie viel Leben hat er? Ich glaube, 6. Krone, Tentakeln, Fluide. Ja, die schießen jetzt. Das waren die Chariten, meine ich. Ach komm schon, schade. Ich glaube, mit Astarion können wir hier stehen bleiben. Wow, hat uns so viel Schaden gemacht, dass wir hier... ja, keine Ahnung. Warte mal, das ist gut. Okay, ich glaube, damit haben wir das Gröbste erstmal überstanden sogar. Ja, wir können gerade irgendwie nichts machen, was hier Sinn ergeben würde. Wen? Ich glaube, wir haben niemanden mehr, ne? Ne, wir haben keine Aktion mehr, deswegen. Okay. Bonus. Und dann hauen wir da nochmal drauf. Na, das bringt nichts. Trefferpunkte noch. Das gibt's ja gar nicht. Ja, schade. Wir haben ja, wir stehen jetzt hier direkt im Bombardement. Das ist noch ein Gedankenschänder. Ich bin schon mal froh, dass Orpheus jetzt aus dem Gröbsten raus ist. Der Gedankenschänder ist weg. Ja, Orpheus ist betäubt, wie gesagt, ne? Deswegen durfte der jetzt gerade nichts machen. Und der Drache ist auch K.O. Wunderbar. So, komm schon. Den hier müssen wir noch ausschalten. Und dann können wir ganz in Ruhe die Krone übernehmen. Was ein Kampf, ey, muss ich schon sagen. Ist cool. Cool gemacht. Gibt viele Möglichkeiten hier, denke ich. Ja, die schießen jetzt nochmal. Und da kommen natürlich auch hier so eine Intellektverschlinger wieder mit runter. Trifft sich gut hier, der steht mit dem Rücken zu uns.
they're distracted. Ach, da kommt noch mal ein Tentakel raus. Ein bisschen auf Abstand gehen. Sehr schön, der wäre auch weg. Wir werfen da noch mal was. Ich glaube schon, das war wichtig. Wo stehen denn die anderen alle? Muss mal gucken, wo sind die denn? Die sind da hinten. Er ist da. Die Krone von. Ja, okay, den Nautiloiden. Das ist ziemlich egal. Gut, was anderes können wir jetzt hier gerade nicht machen. Verbündete haben wir alle gerufen. Okay. Orpheus muss als nächstes dran sein hier. Dann können wir die Position ändern und die Krone versuchen zu unterjochen. Wundert mich, dass noch keiner von uns gestorben ist hier. Wunderbar. Da kommen wir noch ein bisschen näher ran, glaube ich. Naja. Immerhin getroffen. Ja, bleib bloß aus den Bereichen hier raus. Das ist wichtig. Die auch. So, Orpheus. Wichtig und richtig, dass du hier nochmal auf die Krone gehst. Und diesmal versuchen wir das Ganze ja, zu beschützen. Bleibt da nicht stehen. Die greifen wieder an. Auch auf den Gedankenschinder. Und den beißen wir direkt mal. Und tschüss. Ja, ich würde tatsächlich noch mal einen Heiltrank auf ihn werfen. Oder warte mal. Auf uns beide vielleicht. Okay, das hat nicht geklappt, schade. Aber wir dürfen noch mal werfen, beziehungsweise was verwenden. Dann schlucken wir noch ein. Top. So, ich glaube, wir haben keine Feinde mehr, Leute. Guck mal, die könnten wir nochmal holen. Gefolge des Vampirfürsten. Nur hier mal einmal hinholen, einfach. Okay, cool. Riesenskelette, Werwolf und. Hier, geh mal ruhig hier lang. Ja, Lizelle kann auch hier bleiben. Kannst du mal gucken, was beim Drachen zu holen ist? Gar nichts. Ich glaube, der Kampf ist eindeutig. Würde ich mal fast so behaupten.
Okay. The brain is weakened. This is our chance. Its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. It's vulnerable, but not defeated. Use the portal. We will bring it down together. Okay, das Gehirn wehrt sich gegen Kasus Ketten. Besiege es, bevor es sich befreit. Okay. Fokussiere die Magie der Steine, um die Krone von Kasus zu kontrollieren, das Nest hin zu beherrschen. Kasus Ketten. Wir nutzen das mal. Gedankenschlag in Anspruch. Warum funktioniert das nicht? Okay, wir müssen wahrscheinlich alle in das Portal rein. Jetzt schießen die hier nochmal. Okay. It will not be broken by you. It will break you. Ja, ja, ist ja gut. Hör auf zu reden. A rift. Move. Destroy it from within. Ich muss mich erstmal orientieren gerade. Da sind wir, okay. So, den haben wir nicht mehr. Wir sind da. Muss im Vorteil sein. Okay, wir machen Schaden. Das ist wichtig. Wir brauchen die anderen beiden auch noch dazu. Der Rest kann sich hier draußen um die Leute kümmern. Understood. Da können wir gerade nichts machen, außer drauf schießen. Weil wir kommen nicht ganz runter. Müssen wir im nächsten Zug machen. Aber ich denke, das schaffen wir, Leute. Das sieht recht gut aus. Ja, warte mal. Nebelschritt einsetzen. Auch Lizelle ist mit da. Zumindest machen wir ein bisschen Schaden, Leute. Psionische Rache. Als Reaktion auf Schaden entfesselt sie Hirnbeben.
gerade nochmal. Die Rüstungsklasse des Ziels ist um 5 verringert. Ja, das schaffen wir natürlich nicht. Aber ich denke, in der nächsten Runde werden wir es besiegen. Aha, okay. Er ist jetzt tot, ist das schlimm? Boromon ist auch tot. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ja, okay. Muss ein Vorteil sein. Kriegen wir nicht hin. Ziel ist außerhalb der Reichweite. So sind wir näher dran. Das ärgert mich ja jetzt, dass Noramon tot ist, zusammen mit Orpheus. Ich wusste nicht, dass diese Platten hier verschwinden. Das hätte man einem ja mal sagen können. Ja, wir müssen raus. Also auf jeden Fall hier runter. Was ist los? Warum kannst du nicht angreifen? Nicht genügend Aktionen. Warum? Ich habe doch gar keine benutzt. Mensch, müssen wir noch ein Stück näher ran, Leute. Nützt da nichts. Okay. Astarion ist auch runtergefallen. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt noch schaffen hier. Okay, sie darf nur einmal angreifen. Jetzt liegt alles an Lizelle. Kritischer Fehlschlag. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Puh. Sehr knapp, sehr knapp. Gott sei Dank leben wir. Join me. Wield me. Become absolute. And thus I honor my mother's legacy. The grand design once again ended by my line. The brain is on the cusp of its final thought, and it's taking all of Orpheus's strength to keep it there. An opportunity, perhaps. You glimpse the lifelong destiny promised by your father. Enslave, dominate, ruin. In your father's name, you must seize your rightful claim to the brain, not destroy it. If you do not, then he will flay and shred your mind, so it cannot even comprehend the horrors he will plague you with. This is the moment, my love. The moment in which we make a new world for ourselves. Die Absolute für dich beanspruchen in Baals Namen. Orpheus töten. Das wollten wir sowieso. Schauen wir mal, was passiert.
What in all the sweet hells are you doing? Wozu ich geboren wurde. You are glorious, my love. You have never been more beautiful. Wir nehmen mal Platz. That's the plan, Leute. Ja, das war Baldur's Gate 3. Krass. Heftiger Endkampf hier auf jeden Fall. Wir haben es mit Mühe und Not geschafft. Ich wusste da nicht, was uns erwartet. Und dass am Ende hier vor dem Gehirn die Stufen noch wegbrechen, das hat uns fast das Genick gebrochen. Ja, nichtsdestotrotz haben wir es geschafft. Super Spiel, kann ich nichts anderes zu sagen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht zuzuschauen und ja, holt euch das Spiel natürlich auch gerne selber, wenn ihr euch angesteckt fühlt durch das Let's Play, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen und es wird noch viele andere Let's Plays auf dem Kanal geben. Es wird auch sicherlich nochmal ein Baldur's Gate 3 Let's Play geben, wo wir einen guten Charakter spielen werden, so viel sei schon mal gesagt. Klasse und alles, was damit zusammenhängt, lasse ich mal noch offen. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr zum nächsten Mal auch wieder einschaltet. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Bis dahin!